Jacqueline Lucas sprang auf die Granate, welche von japanischen Soldaten in den Schützengraben geworfen wurde. Er rettete seinen Kameraden das Leben, aber die haben ihn zum Sterben zurückgelassen. Er war nur 17 Jahre alt. Drei Jahre zuvor, 1942, trat er der US Army bei. Zum Beitreten hat der damals 14-Jährige über sein Alter gelogen. Die Kameraden, die er vor der Granate gerettet hatte, dachten, Lucas wäre tot. Er lebte aber noch mit schweren Verletzungen. Ein nachziehendes Marine Squad fand ihn und rettete sein Leben. Lucas erhielt dafür die Medal of Honor und hatte bis zu seinem Lebensende im Alter von 80 noch ca. 200 Metallfragmente der Granate in seinem Körper.